Hallo, willkommen, ihr lieben Leute. Wir machen weiter mit unserer Verlagsübersicht und sind beim Buchstaben F angelangt, bei deutschsprachigen Verlagen. Und jetzt gibt es erstmal so ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel den Verlag FanPro. War der dir ein Begriff? Ja, FanPro. FanPro habe ich schon mal gehört und damit hat sich das auch erledigt. Ernsthaft, da bist du schon noch weiter als ich. Also auf jeden Fall ein sehr professionelles Logo. Sieht ein bisschen aus wie das Ferrari. Naja, nee, das ist ein Pferd. Okay, irgendwie was ganz anderes. Ich glaube, das ist mehr oder weniger ein Verlag, um diesem Rainer Gabriel zu ermöglichen, seinen eigenen Comic zu veröffentlichen. Yes. Das sieht auf jeden Fall mal schön wild aus. Also hiermit seid ihr auch berücksichtigt. Dann gucken wir uns mal hier an. Rainer Feest Verlag habe ich jetzt nur deswegen, der ist 91 von EHAPA aufgekauft worden, habe ich jetzt hier trotzdem nur mal kurz, wollte ich den erwähnen. Genau, also alle Leute, die noch richtig gute Comics versuchen an Land zu ziehen, Rainer Feest Verlag, die haben wirklich ganz tolle Sachen gemacht, auch sehr, sehr tolle Hardcover-Ausgaben, sehr tolle Softcover-Ausgaben. Also wer da etwas antiquarisch unterwegs ist, auf jeden Fall zuschlagen. Da gibt es ganz tolle Sachen, die man entdecken kann. Also ich habe mir jetzt mal auf Verdacht einfach Feest Comics hier, Bildersuche. Ich habe aber das Gefühl, doch, da sind ganz viele Feest-Titel auch nicht dabei. Also deswegen, da sieht man schon hier, das hat schon was. Was ja. Ist das hier, der Feest? Keine Ahnung. Warte mal, Frankfurter. Comics sind eine Kunstform für Erwachsene. Das kann man doch mal wirklich nur unterstreichen. Yes, na gut, okay. So, jetzt aber einen Verlag, mit dem wir beide dann doch sehr viel anfangen können, denke ich. Phoenix. Ja, genau. Da können wir viel mit anfangen. Das ist so eine kleine Hassliebe, ne, manchmal. Hassliebe, okay. Ja. Ja, stimmt. Es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen schwierig. Ansonsten ist es aber, die Grundidee kennt man, glaube ich. Wenn nicht, dann erkläre ich es jetzt nochmal kurz. Also es ist mehr oder weniger ein Verein. Also da gibt es Mitglieder, die so richtig gut Deutsch, die dann sich dafür einsetzen, abstimmen, welche angefangenen Comic-Reihen fertig veröffentlicht werden sollen. Es passiert ja immer wieder in Deutschland, dass von irgendeinem Verlag ein ambitioniertes Comic-Projekt gestartet wird und nicht zu Ende gebracht werden kann, weil es sich eben nicht mehr gerechnet hat. Und dann schreitet Phoenix ein, wenn der Comic Glück hat. Okay, und die haben hier, ja, also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, sich der ganzen Sache zu nähern. Vielleicht gucken wir dann doch erstmal das Programm für 2024, das ist das hier. Ja, genau. Also es ist auch übersichtlich, also die, es ist nicht so, dass die jetzt Gefahr laufen, sich, denke ich mal, zu übernehmen. Ja, also, na, aber immerhin, im Juni schon allein 4 neue Titel. Hast du zu denen, zu irgendwelchen, was zu sagen? Ja. Also ich habe schon, ehrlich gesagt, schon länger nicht mehr bei Phoenix geschaut und das, was die jetzt neu haben, also Hey Pau soll ja extrem toll sein, Agent Alpha soll auch toll sein, Gentleman GmbH, was man so hört, das sind aber alles Baustellen, die ich persönlich nicht aufmachen werde. Mhm. Und aber ich denke mal, das sind große Zugpferde, die haben, zumindest im Serienbereich. Ne? Mhm. Also Hey Pau habe ich auch den ersten Teil der Reihe. Dann habe ich jetzt gedacht, muss ich doch vielleicht erstmal zu Ende lesen, bevor ich. Also da gibt es offensichtlich so ein Bruch und dann geht es weiter. Und ich habe dann jetzt aber erstmal gesagt, läuft mir nicht weg. Ist mehr so ein gemalter. Ja, also passt im Prinzip zu den ganzen Samurai-Mangas. Da könnte ich denen auch das einordnen. Ist aber natürlich klassische europäische Schule. Silage ist so ein Science-Fiction-Comic, der ziemlich interessant ist. Die Chroniken von Silage ist allerdings so ein Offspin. Ich glaube auch mit anderen Künstlern. Da habe ich reingeguckt und fand das überhaupt nicht
ja, Also, irgendwie so also mit. Silage hätte ich jetzt mal voll Bock drauf gehabt, aber das ist ja, glaube ich, auch eine schon eine relativ lange Reihe, ne? Also es ist schon, glaube ich, ziemlich ausgedehnt, ne? Von daher, ich glaube, deshalb bin ich damit auch nicht eingestiegen, ne? Ja, ich glaube, Silage selber ist bei Carlsen oder so erschienen, könnte sein. Auf jeden Fall kommst du an die ersten nicht mehr ran und die veröffentlichen dann jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das wievielte Album, ohne dass du das erste kriegst, was natürlich ein bisschen doof ist. Und sowieso hoffe ich dann da, dass es vielleicht dann da irgendwann mal eine Gesamtausgabe mit Hardcover und Schnickels kommt, weil was nicht ganz unwahrscheinlich ist, würde ich jetzt mal sagen, weil diese Reihe schon eher eine der, zumindest jetzt in Franco-Belgien bekannteren Reihen ist, mit einer gewissen ja, Anhängerschaft. Die Chroniken von Silage, wie gesagt, ich glaube, das ist eher wirklich zweite Reihe und nicht so wichtig. Die großen Panzerschlachten und die großen Seeschlachten und diese ganzen. Boah, ehrlich, also ich weiß nicht, also Krieg haben wir genug, also das soll ja interessant sein und ich glaube, die haben auch sehr, sehr gute Verkaufszahlen am Markt, was das angeht. Aber ich persönlich, ich könnte es mir jetzt ehrlich gesagt nicht holen, weil ich habe einfach zu viel Krieg und Mord und Totschlag in der Welt um mich, als dass mich das interessieren könnte, ne? Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe ja auch mal zu einem dieser Bände der großen Seeschlachten in der Folge vorher was gesagt. Also das hat mich künstlerisch nicht abgeholt und auch von der Gestaltung her, ja, war sehr, sehr naiv und auch so einfach Prinzip, so wie unsere alten Schulbücher, die Geschichte, ja, unkritisch hinterfragt und nochmal reproduziert. Also die Gentleman GmbH liebe ich. Buhl und Bill ist ein, haben wir glaube ich schon bei Carlsen was zugesagt. Schöner Comic, aber ja, nicht mehr so richtig was für mich. Gut, gucken wir mal hier vielleicht die Serien. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Übersicht. Wir haben, man, jeder Verlag hat das Problem, dass ihnen irgendwann das Programm über den Kopf wächst, aber das ist zumindest hier so, dass man, wenn man ein bisschen was mit den Titeln anfangen kann, das ist vielleicht die Voraussetzung, dass man hier mit einem schnellen Scrollen dann doch ein paar Sachen findet. Genau, richtig, weil Möchtest das ist recht übersichtlich, ist das gemacht, das auf jeden du? Fall. Und ja, wie gesagt, Agent Alpha kann ich nicht zu sagen, es soll aber sehr gut sein. Elgin und Woodcock habe ich selber, finde ich wirklich großartig, kann ich nicht anders sagen. Was mich da geärgert hat, war halt eben die Art der Veröffentlichung, weil anfänglich hat man einen ziemlich dicken Band rausgehauen als Gesamtausgabe. Das nennt sich ja immer so schön Integral- und Gesamtausgabe heutzutage. Und zum Ende hin, bis zu Band 4, wurden die Sachen immer dünner und dünner und dünner, dass man hinterher irgendwie so fast schon so ein normales Album hatte, wie es auf dem französischen Markt üblich ist. Und ganz ehrlich, das hätte man auch irgendwie noch anders zusammenfassen können. Ganz ehrlich, also Elgin und Woodcock ist eine Sache, die hätte man in einen dicken Band packen können. Da hätte ich auch gerne 60 € oder was weiß ich für bezahlt. Gar kein Thema, machen andere Verlage auch. Und schöne Sache, aber künstlich in die Länge gezogen, ne? Von der Veröffentlichung her, ne? Genau. Ja, wobei diese Titelbilder sind, ich kenne, also ich kenne das jetzt nur über deine Besprechung. Diese Titelbilder sind schon wahnsinnig Ja, das auf schön. jeden Fall, genau. Dann, ja, warte mal, Black Mary hatte ich, glaube ich, mal irgendwie auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das auf dem Schirm hatte. Fällt mir gerade nur wieder ein. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Ja, doch, hatte ich tatsächlich auf dem Schirm. Wollte ich mir mal holen, weil mich das, glaube ich, zeichnerisch irgendwie ein bisschen angesprochen hatte und von der Story, aber es ist bei mir auch in der Versenkung verschwunden, weil man hat einfach zu viel. Und ich bin ja im Moment wirklich sehr, sehr wählerisch unterwegs. Also ich kaufe mir bei Weitem nicht mehr alles, ne? Das ist, wie gesagt, teilweise aus Platzgründen, aber auch teilweise von den Thematiken her, ne? Jetzt greife ich hier quasi schon unserem nächsten Comic-Treff voraus, weil das wird nicht ganz unwahrscheinlich sein, dass ich da mir Buddy Longway auch schnappe und
darüber ein bisschen Lob. Böser Influencer. Ja, da habe ich ganz lang, wollte ich damit nichts anfangen, weil am Anfang sehen die Charaktere eben ein bisschen so aus wie hier. Mhm. Also sehr kantig, cartoonig, grob und ja, so. Und das entwickelt sich aber also künstlerisch immer weiter. Der Derib, Kumpel von Kosei. Mhm, genau. Und die Schweizer Bergwelt ist halt ein gute Vorbereitung, glaube ich, ein guter Bezugspunkt, um Western-Comics zu machen. Und das ist einfach auch von der Geschichte her die Geschichte einer Familie, die sich da einrichtet und versucht, mit den Eingeborenen klarzukommen und mit der ganzen Situation klarzukommen. Das ist eben keine wilde Geballerei. Es gibt natürlich Konflikte, die überstanden werden müssen, aber die Natur ist erstmal der Hauptakteur fast, ja. Und er natürlich die Familie, also er heiratet eben eine Indianerin und so, und dann lebt er quasi zwischen diesen beiden Fronten, ja, zwischen den Weißen und den Ureinwohnern, Indianern, so. Und ja, also ich habe aber die Sammelausgaben, ich weiß gar nicht, von. Okay, nee, ich habe die Gesamtausgaben von Ehapa Comic Collection. Wir haben ja bei Ehapa damals wirklich teilweise echt schöne Sachen rausgehauen, ne? Also das kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube, das wirst du jetzt kaum sehen können auf dem Handy so richtig. Boah, das ist aber ein dicker Schinken. Doch, das kann ich sehen. Ja. Das ist aber ein richtig dicker Schinken. Ja, 5 Bände und hier, Fortsatzpapier. Ja, und auch noch so ein bisschen Skizzen. Hoppala. Skizzenmaterial und so weiter vorne dran und so. Also, ja, cool. Ja, und hier, wenn du da nicht Cozy-Vibes bekommst. Ja, definitiv, aber sowas von. Also so ein bisschen wirklich, wenn Cozy in Western gemacht hätte. Hat er einen? Nee, hat dich, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Dann sähe das so ein bisschen aus. Ich warte bei Cozy eigentlich immer noch auf die Gesamtausgabe von Jonathan. Ja, bitte. Also das würde mich auch sehr, sehr freuen, weil das ist nämlich ein Werk, das habe ich tatsächlich noch nicht von ihm. Mhm. Jetzt mal zu einem Buch, was wir beide haben, wenn ich mich richtig entsinne, bei dir. Captivant. Ja, Captivant. Ja, sehr schönes Teil. Da hast du mich auch schön geinfluenzt und auch zu Recht und gut. Ja. Das ist auch ganz... also bei Schwermetall teilweise vorveröffentlicht worden immer. Und es passt ja eigentlich ganz gut, weil das ja immer so Fitzel sind. Ich finde das nur immer schade, dass solche Sachen so untergehen. Weil das sind ja so tolle Ausgaben und da stecken so coole Storys drin. Und ich finde das manchmal immer so ein bisschen schade, dass das auch so wenig besprochen wird. Ne? Und würde mir manchmal wünschen, dass mehr Leute sich solche Sachen auch besorgen. Ne? Hier sieht man ganz gut, was Phoenix so macht. Cap Horn, eine tolle Reihe, also eine richtig schöne Geschichte, die halt am Arsch der Welt, könnte man sagen, spielt, wo sich, ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen, aber ich weiß nur, dass das für mich wirklich ein Überraschungshit war. Und die ersten 3 Bände sind bei Zack Edition erschienen und dann haben die das halt nicht mehr weitergemacht. Hm. Und das ist bei der Reihe wirklich doof. Das entwertet das eigentlich, hat das komplett entwertet. Und dann ist eben Phoenix, haben hier den Band 4 veröffentlicht. Und das ist sehr wichtig und gut. Also Cap Horn ist wirklich, wenn wir irgendwann mal beim Comic-Treff Geheimtipps oder so zum Thema machen würden, dann wäre das durchaus bei mir, käme das in Betracht. So, jede Menge bei D, der Regulator. Habe ich einen ganzen Band, den ersten Band fand ich auch wirklich sehr, sehr cool, hatte ich mir mit Begeisterung gekauft, habe ihn auch mit Begeisterung vorgestellt. Und der zweite Band hat für mich alles zunichte gemacht, sowohl zeichnerisch als auch vom Storytelling her.
Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen geknickt, weil das Ganze ist so interessant und vielversprechend angefangen, aber es hat mich leider Gottes verloren. Ja gut, dann machen wir gerade mal weiter. Das ist ja, ja, die Gentleman GmbH hatten wir schon. Weißt du, was mir fehlt, Milan? Was ich unglaublich brauche, wo ich hinterher trauere ohne Ende, dass ich es nicht gekriegt habe, das ist Dieter Lumpen. Also das ist so ein Loch in meiner Sammlung und ganz ehrlich, das tut jedes Mal weh, wenn ich es sehe und ich komme nicht mehr dran, ne? Weil das ist so hardcore vergriffen, das finde selbst ich nicht. Und das will was heißen. Ja. Ja, das ist schade für dich, aber auf der anderen Seite finde ich das eigentlich wirklich auch verdient und gut, dass sie das Ding losgeworden sind. Ja. Also ich hoffe, dass sie das in einer ordentlichen Stückzahl dann doch auch verkauft haben und nicht nur 200 Bücher und dann war es das. Ja. Ja, man soll niemals nie sagen. Also vielleicht findest du es ja doch. Das sind halt eben die Dinge, die ich meine. Ich kannte den Titel nicht, weil wenn ich das bei dir in deiner Übersicht deiner Comicsammlung nicht gesehen hätte, dann hätte ich von diesem Titel schlicht und ergreifend nichts gewusst. Und das finde ich total schade, sowas, ne? Also bei Dieter Lumpen, die beste Geschichte in diesem Gesamtband ist die letzte. So dass ich mal, da müsste ich mal gucken, also wenn du dann diesen Einzelband hier kriegst, Dieter Lumpen 3. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob die das dann komplett, also vielleicht ist das genau das Album vor dem Schluss. Ich meine, das wäre so brutal und so dämlich von Carlsen, dass sie bei der Reihe wirklich dann auch noch den letzten, also das sieht halt mir so aus, als ob es nicht das letzte Ding wäre, ja. Weil das letzte ist richtig so ein metaphysischer Abräumer. Das ist so und. Nein. Ja. Also, so wässrig, ja. Na gut, okay. hast du hier noch, da gibt es, also zu die Chroniken von Silage haben wir schon was gesagt. Die Müllers ist so ein Funny Comic. Ja gut, die Chroniken des Schwarzen Mondes klingt für mich immer sehr interessant, bin ich schon sehr oft drüber gestolpert, kann ich aber nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hast du den in deiner Sammlung irgendwo? Nee, aber mir geht's da so wie dir. Ja. Das ist, ich meine, hier, guck mal, das ist Band 20. Oh, okay. Also, ja, Albumgröße 48 Seiten, ne? Also 20 Alben. Also schon kein Zufall, dass man dem immer wieder mal begegnet ist. Ja. Also, gut. Ja, nee, dann ist das nichts, wo ich einsteigen werde. Ja, also das sieht so Hardcore-Fantasy-mäßig, also das sieht schon nicht so aus wie meins jetzt hier schon mit dem Titel und alles, aber schon ganz stylisch. Ja. Gut, nee, dann habe ich unter Dön nichts mehr. Okay, Exterminator 17, das, da willst du sicherlich ein bisschen was sagen zu. Ja, also total versaut. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, will und möchte. Also, nein, sonst schwillt mir wieder die Halsader. Ja. Guckt euch, wenn ihr Näheres wissen wollt, du hattest das ja auch ein Video dazu gemacht und das können die sich ja dann auch bei dir nochmal angucken. Franka, die jetzt eine Gesamtausgabe beim Alphalag erhält. Hier kriegt man dann halt die neuesten Abenteuer von ihr. Das ist immerhin Album Nummer 25. Und der Henk Küpers, der hat eben wirklich lange Zeit auch an diesen 25 Alben dran gesessen. Und die Arbeit, die in diesen Alben drinsteckt, die sieht man jetzt nicht nur auf dem Cover, die sieht man in jedem Panel, auch wenn ich diese Geschichte jetzt natürlich noch nicht kenne. Es ist, also ich bin wirklich echt verliebt in diese Reihe. Also die ist soweit echt klasse. Und also wenn man so Linie Claire mag und Sachen, die eben aus der Zeichnung entstehen und nicht eben
in dem irgendwas abgezeichnet wird oder so. Oder Sorrentinot wird. dann ist das sehr schön. So. Ah, Grimmi und Lederhandschuh, den kenne ich, den habe ich, den. Das ist tatsächlich von den kennst du das? Ich habe, das sind zum Beispiel Comics, oh Mann, also das bin ich, der hier immer den Bildschirm hoch und runter schiebt, das passiert immer so beim Anklicken hier. Diese ersten Alben, Die Göttin aus der Tiefe und Der weiße Rabe, ich glaube auch Der kleine Tod, das habe ich irgendwann mal in so einem Paketalben für, weiß ich, Kilopreis oder so, ja, für fast umsonst gekauft und konnte aber auch mit den Geschichten dann im Endeffekt nicht so viel anfangen, auch weil das nicht beendet war. So, und jetzt hat Phoenix das vollendet mit Das Land des Baumes. Okay. Vielleicht schnappe ich mir dann doch nochmal meine Alben. Aber vom Cover her sieht das interessant aus. Also wenn das Innenleben auch so aussieht, dann ist das ja mal interessant. Ja, ich im Grunde sind meine Kommentare zu diesem Comic hier auch 30 Jahre alt oder 35 Jahre, ja. Das habe ich wirklich Anfang 20, vermutlich, ja, Anfang 20 gelesen und dann weggetan. Und seitdem steht es jetzt bei mir hier rum. Aber ich habe es eben noch nicht, ich habe es noch nicht weggegeben. Also das muss ich mal gucken. Egal, so. Hotwillhaus, Helden ohne Skrupel, Hepau, habe ich schon was zu gesagt. Horologium. Das sagt mir auch nichts. Nee? Ist das nicht so ein Steampunk-eskes Ding? Ey, keine Ahnung. Ja, doch, das ist so ein Steampunk-eskes Ding. Ja. So. Ach doch, ja, das, da hatte ich auch schon mal meinen Blick drüber schweifen. Aber das sind alles so Titel, die findet man auf den ersten Blick total interessant und dann kauft man sie sich doch nicht aus irgendwelchen Gründen, ne, wenn man sich mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Ja, also sieht schon schön aus, aber. Ja, definitiv. Ja, ja. Also, wenn man Steampunk mag, glaube ich, und so diesen Kunststil, dann ist das vermutlich interessant. Wenn man Largo Winch mag, könnte ich mir vorstellen, ich habe diesen Titel selber nicht gelesen, aber das ist sehr Largo Winchig hier. Mann, die nerven mich mit ihrem. Okay, also Frank. Steven Desberg ist ja auch ein Schreiber, der kommt nicht so weit hinter Jean Van Ham, finde ich. Das ist ein guter. Doch, der schreibt sehr gut, auf jeden Fall, klar. Ja. Mir kommen jetzt halt hier diese Cover ein bisschen zu generisch vor und noch ein Typ und noch ein Typ mit weißen Haaren. Jackie Kotwitz, den liebe ich ja abgöttisch und ich finde diese Geschichten toll. Ich hoffe jetzt, hier braucht niemand noch eine Kopfschmerztablette. Da gab es doch auch einen Band, der tierisch vergriffen ist momentan, ne? Ja, wobei das ist jetzt hier Hardcover, warte mal, das ist die Einzelausgaben. Immerhin eine Geschichte mit 72 Seiten, das ist schon ziemlich dick für ein einzelnes Album. Die tendieren so auch von der Geschichte her so Richtung, der nimmt sich halt auch Zeit, der Daudier, um seine Geschichten zu erzählen. Ja, ich glaube, Gesamtausgabe, was hat Kane erzählt? 2 oder 3 ist ziemlich. Ich meine genau. Ja. Genau, kriegt man jetzt momentan wohl nicht mehr so komplett, aber ja, das sind abgeschlossene Geschichten, die basieren nur sehr, sehr, sehr bedingt aufeinander. Es gibt einzelne Informationen, die werden von der einen Gesamtausgabe zur anderen weitergetragen, also meinetwegen, dass dann irgendein Charakter dann doch tatsächlich mal im Hintergrund wieder auftaucht oder so. Aber es ist im Prinzip dieser Jackie Kotzwitz ist ein sehr realistischer Charakter, also so ein kleiner Nerd eigentlich, der den großen Humphrey Bogart spielt und den großen Detektiv und dann aber mit seinem jugendlichen Charme tatsächlich dann die Fälle und vor allem auch seiner cleveren Freundin mit manchmal deren Hilfe dann auch einfach die Fälle löst. Aber wie man hier auch
sieht, durchaus in die Bedrulle kommt. Die Hintergründe sind sehr fotoreferenziell und die Figuren dann halt so ein bisschen cartoonig. Mhm. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Rezept immer, um mein Herz zu gewinnen, ja, wie ich jetzt ja schon mal vorhin angedeutet habe, aber in der Reihe funktioniert das und ja, gut. Jogurta. Ja, auch so eine Sache, die ich, glaube ich, sehr gerne hätte, aber, irgendwas war mit dieser Reihe. Ich weiß nicht mehr, was. Ja, habe ich bei mir stehen. Am Anfang war das von Franz auch gezeichnet. Und Moment. Nicht, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle. Das könnte ja gar nicht vorkommen. Niemals, ne? Nee. Nee, was heißt am Anfang? Erst hat es Hermann und dann Franz übernommen, oder? So genau, erst Hermann, ganz genau. Und das war nämlich der ausschlaggebende Grund, warum ich das haben wollte. Und hinterher war das halt eben nicht mehr so. Und Ja, wobei Franz ist kein Schlechter. Und der Band mit Hermann am Anfang, Hermann hat ja auch jetzt nicht als junger Gott, junger Zeichengott begonnen. Und das ist eher noch so ein bisschen der etwas krudere Hermann am Anfang. Also wäre nicht unbedingt der Grund dafür, also Hermann ist nicht unbedingt der Grund, Jogurta sich anzuschaffen, sondern vielleicht wirklich diese lange Geschichte um diesen Helden aus Karthago in seinem Kampf mit Rom. Und der interessante Spin an der Sache ist, dass man hier gewissermaßen den Widerstand eines kolonisierten Volkes oder hat. Ja, natürlich mit verschiedenen dusseligen Tropen, die du da sonst immer hast. Und man hat dann den Helden, der dann dagegen kämpft. Und es wird immer an einzelnen Figuren ausgemacht. Musst du ja irgendwo bei einer Geschichte. Aber ja, aber dieser Spin trotzdem, die Kolonie gegen das Imperium, das ist schon ziemlich einzigartig. Und also Jogurta ist durchaus eine Empfehlung, wenn man sich so ein bisschen für geschichtliche Comics interessiert. Karl. Oh mein Gott. Oh. Grand Pat, der Hund, der nur Französisch spricht. Hast du mal einen Karl gelesen? Nee. Nee? Nein. Naja, das ist im Prinzip, also der Spätlesereiter, da kommt man, wir haben ja, wie lange ist es jetzt her? Naja, vor 12 Jahren oder so. Wir haben ja da in Rheinhessen gelebt, zwischen Rheinhessen und der Pfalz und so. Und da ist Wein ja natürlich das große Ding. Und Karl ist einfach der Asterix der Pfalz sozusagen. Also auch diese, ja, also ihr Karl, das ist dieser Typ mit der Tolle da und das ist natürlich hier, wie man ahnen kann, der Bösewicht und sehr lustig von Apitz und Kunkel gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von den beiden der Zeichner war. Vielleicht, ja, Apitz ist anscheinend der Zeichner. Da haben wir ein, zwei Alben hier rumliegen, war überhaupt gar nicht zu vermeiden. Also die Dinger haben einen Bekanntheitsgrad in der Pfalz und im anliegenden Umland, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Also cool. Ja, das ist richtig, richtig gut. Sag mal, wo wir gerade dabei sind, ne? Weil ich bin ja immer neugierig. Wie sieht denn das mit Leseproben bei Phoenix hier überhaupt aus? Gucken wir mal beim nächsten. Ich habe jetzt auf eben nichts gesehen, was ich als Leseprobe andeuten würde. Was soll ich denn nochmal hier groß machen? Ja, also von den Sachen sehe ich jetzt nichts mehr unter K. Okay. Da auch nie, nö. Lester Cockney, wo wir schon bei Franz waren, ist ein Western von dem Franz gezeichnet. Und da habe ich nur ein einziges Album. Und ich bin irgendwie schon dahinterher, das irgendwann mal zu ergänzen oder zumindest mal weiter anzutesten. Weil Franz kann gut zeichnen. Also dieses Cover ist jetzt... Das ganze Design sieht ja gar nicht schlecht aus, ne? Ja, 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 ich weiß nicht, ist irgendwie so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht doch ganz schön, ja.
Also nicht unbedingt das, was ich hier, ja, so. Also der ist sehr Blueberry-esque in seinem Stil. Da könntest du unter manche Seite, also zumindest bei dem Comic, den ich habe von ihm, auch mal einfach Möbius drunter schreiben, beziehungsweise Gir. Giro. Aber du wolltest jetzt Leseproben. Ich sehe ja, weil ich mir da im Moment nicht so sicher wäre, ob man da auch mal reingucken kann. Ne? Ja, ich glaube, die machen das anscheinend hier irgendwie nicht. Ich habe nichts gesehen. Also du siehst, wenn ich hier draufklicke, dann gibt es immer das Titelbild in groß. Mhm. Ja. Und das war's. Ah, okay. Ja. Okay, so, Luke Hale sagt mir auch ein bisschen was, aber wir müssen jetzt hier nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Nico, das ist ein schönes Buch. Mhm. Ach ja, hattest du das nicht mal irgendwann vorgestellt, Nico? Ja, hatte ich. Auch nicht vorrätig, also insofern kann man uns das ein bisschen knapp machen, aber es ist so retrofuturistisch, wie man so schön sagt hier. Mhm. Also so Linie genau, Claire. Da waren wir ja bei dem Thema waren wir ja damals, genau. Ja, und guck mal hier. Hopp. Mhm. Na, ach egal, dann halt nicht. Warum kriege ich dich jetzt nicht groß? Also das wird hier so angedeutet, wie eine Leseprobe, aber ich kann mich hier dusselig klicken. Das wird nicht groß. Egal. Also Nico. Warte mal. Klick mal eins an und dann scroll mal nach oben. Dann müsstest du das mal hochholen. Ah, so, genau. Ja, das ist ein bisschen sehr unglücklich gelöst, genau. Ja. Naja, ich bin ja auch ein bisschen blöd. Aber Philipp Berthet, den kennt man, glaube ich, auch von so Krimi-Geschichten und sowas, ne? Ja, genau. Und hier noch die, das wollte ich jetzt ja doch nochmal zeigen. So, guck mal. Ach, da kannst du hier so ganz, ganz reinzoomen. Junge, also das spricht mich jetzt spontan aus irgendwelchen Gründen an. Wir wissen ja gar nicht welche, ja. Nein, überhaupt nicht. Nee. So, machen wir mal weg wieder. Odion Verjus, den müssen wir dann nochmal. Ja, den müssen wir nochmal in die Kamera halten. Einer der zahlreichen Comics, die du mir ins Regal gezaubert hast hier. Ja, was tolles, für ein tolles Buch. Mhm. Was für ein schön gemachtes, tolles, lustiges Buch. Wer das abgefeiert haben möchte, der möge auf deinem Kanal mal nachgucken. Ja, ich habe geahnt, Phoenix dauert doch ein bisschen länger. Quetzalcoatl. Ja. Ja, kennst du auch. Kenn ich auch, habe ich auch schon reingeguckt, immer noch nicht gekauft, aber ein sehr, sehr, sehr cooles Teil und das muss ich ganz, ganz dringend besorgen. Ja. Quetzalcoatl ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig erinnere, die Gottheit für die Schlangengottheit, die aztekische. Ja, genau. Und für die eben die Eingeborenen, die Conquistadores gehalten haben, meine ich. So. Yes, genau. Und so. Dann haben sie die eben gedacht, da kommt jetzt unser Gott über das Wasser und unsere Gottheiten. Und ja, Pise Matuckel, scheiße ist. Ja. Wie dieses Cover, das ist jetzt hier kein Spoiler, ne, wenn es auf dem Cover ist. Und im Prinzip ist das auch der einzige Schwachpunkt an der Reihe, dass du genau weißt, ab Band 1, das geht den Bach runter. Ja, man verbringt eine interessante Zeit mit denen, eine tolle Geschichte. Ich meine, Jean-Yves Mitton ist einfach auch wirklich großartig, speziell mit diesen historischen Stoffen. Ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir von Kultcomics jetzt seinen Phantom besorge. Nicht wegen Phantom, sondern nur wegen Jean-Yves Mitton. Aber das ist hier das, was er kann. Also Vergangenes wiederbeleben, natürlich mit einem, vielleicht mit einer Weile. Also ganz ehrlich, das, was zeichnerisch dargestellt ist, sieht geil aus. Also ich hätte es jetzt anders in Szene gesetzt mit einem anderen Hintergrund und so, aber das Gezeichnete sieht geil aus. Ja, spähe mal aus, weil ich habe diesen Stapel von Quetzalcoatl, ich glaube, außer der Phoenix-Ausgabe, also alle Bände vorher,
habe ich im Stapel irgendwo auf eBay geschossen. Und den abschließenden Band 7 halt dann von Phoenix geordert. Und die ersten 6 Bände, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, aber muss auf jeden Fall relativ günstig gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt war mir Jean-Yves Mitton noch nicht so ein fester Begriff. Und ja, also absolute Empfehlung. Und da ist auch, bevor du weitermachst, Quintos, ne? Aus der Edition Solitär, das ist nämlich Andreas, ne? Ah. Genau. Ah. Wollte es nur noch mal sagen. Okay. Warum hab ich um Himmels Willen das noch nicht? Keine Ahnung, weil ich dich noch nicht geinfluenzt habe. Doch, hast du. Ich erinnere mich auch gar nicht so untrüb, dieses Geschichte bei dir gesehen zu haben. Vermutlich war ich da gerade mal wieder beschäftigt, hier Capricorn, richtig Capricorn zu kämpfen und habe gedacht, erstmal Capricorn wirklich verstehen und dann darfst du weiter. Aber ich habe es ja immer nicht verstanden. Gut. Rai, Sambre, Sang Royal, Shamrock Song, Spoon and White, sagt mir alles nicht großartig was. Mal irgendwie über Sambre ist man gestolpert. Ja, klar. Aber ja. Na, das hätte ich jetzt gar. Ach, von Islaire, das ist auch durchaus jemand. Ja. Islaire, der hat ja schöne Sachen gemacht. Der hat ja auch hier, ist doch bei Splitter erschienen, dieses Dings hier. Ach Gott, war das nicht Madame Baudelaire oder irgendwie sowas, was er da bei Splitter rausgehauen hat? Ich sag jetzt einfach mal ja. Ja, sonst, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Genau. Oh, Thomas Nolland, das haben die abgeschlossen. Das ist tatsächlich auch spannend, weil ich habe diesen ersten Band hier, Der Lehm von Friedhöfen vom alten Splitter Verlag. Okay. Auch ein Teil so eine Stapels, was ich damals gemacht habe, immer so irgendwie, weißt du, Kilo Comics für 10 Euro. Und da war das dabei. Aber ziemlich blöde, weil eben nicht abgeschlossen, überraschenderweise. Und da ist auch hier wieder von Franz gezeichnet. Okay, und den Band von Splitter hatte ich schon mal nicht, den auch nicht. Und dann kam halt Phoenix mit Band 5 und anscheinend ist das dann der abschließende Band. Bei diesen alten Splitter-Ausgaben, also bei den Ausgaben aus dem alten Splitter-Verlag, muss man sowieso immer gucken, weil die sind meistens parallel als Soft- und als Hardcover-Ausgabe erschienen. Und die Hardcover-Ausgaben waren fast alle limitiert und auch handnummeriert, ne, im alten Splitter-Verlag. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ne? Ich habe, also, da gibt es so viele Comics mittlerweile, also vielleicht je mehr man guckt, desto mehr findet man auch, das kann natürlich sein, die mich latent und vielleicht noch ein bisschen mehr als nur latent interessieren. Also, es gibt zum Beispiel diese Reihe Malefosse. Ja, genau. Ja, die gibt es da mittlerweile, glaube ich, sogar im Schuber bei Kult. Könnte sein, dass ich mir das irgendwann mal zulege. Das sieht ziemlich interessant und spannend aus. Vasco ist durchaus auch so eine Sache. Okay, aber ja, muss jetzt nicht sein, aber schön, dass es sowas gibt, wenn man dann irgendwann nichts mehr zu lesen hat, dass man sich da... Genau. Und unbedingt noch etwas kaufen will oder muss. Wer Wind sät. Ich meine, das ist ein Geschichte... Nee, das ist was ganz anderes. Okay, nee, den kenne ich nicht. Kann ich auch nicht zu sagen. Nee. 10 Gebote hat... warte mal.
Ach, das waren diese Grünen. Die wollte ich unbedingt schon mal haben, aber ich finde diese Cover so potthässlich, ne? Ey, das sieht aus wie vom Aldi-Wühltisch. So sehen die Cover aus. Also gruselig, wirklich. Also ich habe mir auch Bilder dazu angeguckt. Ja. Die Zeichenkunst sieht toll aus, die Geschichte soll auch ziemlich cool sein. Aber ey, diese Cover, ne, meine Güte, ey, was ist da passiert? Ja, aber Comic Plus haben wir für ihre Cover ja schon das letzte Mal in Grund und Boden gedisst. Insofern, lassen wir es mal mit dem Phoenix Verlag jetzt sein. Oder hast du noch was zu sagen zu dem? Nö, zu Phoenix habe ich nichts mehr zu sagen. Also außer, dass man kann doch bei Phoenix auch in diesen Club eintreten, soweit ich weiß. Ja. Ne? Dass man da irgendwie einen Obolus hinterlegt und muss man sich mit beschäftigen, ist ein ziemlich cooles Konzept, wer es denn möchte, genau. Genau. Ist es dann auch, ich glaube, ist da verbunden die Mitgliedsgebühr damit, dass du dann halt entsprechend die Comics von denen bekommst. Ich habe das irgendwann mal durchgerechnet und für mich beschlossen, dass ich damals zu dem Zeitpunkt zumindest, dass ich das bei mir nicht rentiert hätte. Vielleicht mittlerweile schon eher. Ich weiß es nicht. Nee, also für mich würde es sich auch jetzt nicht rentieren. Definitiv, weil das sind einfach zu wenige Titel, wo ich sage, die interessieren mich und nee. Hm. Ja, also, aber bei mir steht zumindest mal Gentleman GmbH, der nächste Band an, der wird auf jeden Fall landet bei mir. Das ist so jetzt das Erste, was mir so einfällt. F wie Fischer Verlag. Also Sibylle Berg kenne ich halt eher mehr so aus dem Feuilleton, also nicht, dass ich irgendwas von ihr mal gelesen hätte, aber die ist mehrfach ausgezeichnet und was weiß ich, so eine der hohen Literaten, die sich herablässt, einen Comic zu schreiben, denke ich. Mhm. Und Cookie-Einstellung. Boah, wie ich das hatte, ne? Ja, also diese kilometerlangen Cookie-Einstellungen. Ja, ich habe eigentlich... Das läuft jetzt über einen anderen Rechner, über meinen Arbeitsrechner. Da habe ich einfach so ein Add-on, das immer alles zu allem erklärt, er automatisch sein Ja und Amen und zum Schluss lösche ich halt wieder die ganzen Scheiß. Ja. Okay, also Julius Thesing nehmen wir mal an, der hat das gezeichnet. Fischer Verlag hat sich gedacht, oh, Sibylle Berg, wenn die was schreibt, dann ist das große Literatur. Und kann ja auch sein. Alter. Vielleicht. Ja, okay. Nee. Und da hört es auch schon wieder auf mit dem Comic-Design. Also. Ja. Würde ich mal jetzt so sagen. Also Fischer ist für mich jetzt auch nicht der Comic-Verlag irgendwo. Ne? Ja. Das ist genauso wie diese ganzen Verlage wie Eichborn und Fischer oder so, die alle Jubeljahre mal einen Comic dazwischen haben, kurioserweise. Obwohl man hin und wieder echt spannende Sachen entdeckt, ne, wo keiner mitrechnet, ne? Ja, genau, das ist schon ja vielleicht so diese Sache, ne? Und die haben die zumindest so ein bisschen Leseprobe, ne? Also insofern kann man sich ja auch mit, naja, gut, ich klicke mal hier gerade durch, aber das ist, glaube ich, jetzt auch so. Die haben hier so diese Nische, das ist wohl, soll eher die Jüngeren ansprechen und sie zum Lesen bringen der wirklich wichtigen, richtigen Bücher. Ach so, ja, genau. Jetzt richtig, mal meine Unterstellung. Ja. Also so richtig Comic ist das hier nicht. Aber immerhin, wir wissen jetzt, Fischer hat auch, sagen wir mal, so Halbcomics im Programm. Genau. Dann gibt es, wieder sind wir bei F, ne? Formel 1 Rennsportmagazin Verlagsgesellschaft GmbH oder MbH. Die haben sage und schreibe einen Comic im Programm und das ist genau der hier. Annie Kassig, also sozusagen Michel Veillon als Cartoon. In lustig von einem Bernd Nattke gezeichnet, der tatsächlich ein Deutscher ist und damit auch wohl wirklich Erfolg hat, sogar in Holland. Also da stand irgendwo, dass die tatsächlich diesen Comic dann nach Holland, also hier in dem Text steht das, nach Holland exportieren konnten. Und ja, aber wenn ich jetzt, und man kann auf dieser Seite hier auch ein paar mehrere Seiten kriegt man als Leseprobe, die mich jetzt persönlich, aber
nicht im geringsten davon überzeugen, dass ich mir das jetzt hier angucken muss oder lesen muss. Ist mir halt ein bisschen zu niedlich. Ja, nee, also es lockt mich nicht hinter dem Ofen hervor. Aber wir haben den Formel 1 Rennsport Magazin Verlag dann tatsächlich auch gewürdigt. Definitiv, das müssen wir auch tun, genau. Wenn es einen Ronaldo-Comic geben darf auf dieser Welt, dann bitte auch so etwas, genau. Ja, ich habe mich gerade überlegt, mich gerade gefragt, warum Kempter Verlag und der F, aber das liegt daran, weil das der Frank Kempter Verlag ist. Und das ist tatsächlich echt ein Ding, weil ich habe gedacht, ja, Frank Kempter Verlag, jojo, das wird wieder auch so eine, irgendwie ein Heftchen und dann war es das. Nee, die haben hier eine Comic-Fachzeitschrift Xumix. Xumix. Mhm. Hast du schon mal was davon Xumix gehört? Ja, also der Name sagt mir tatsächlich was, aber ja, da ich kein Zeitschriftenleser bin oder Magazinleser bin, war, wie auch immer, habe ich da nie irgendwelche Berührungen mitgemacht. Aber der Name an sich sagt mir etwas, ja. Okay. Gibt's da 2001? Bist du aber schuld dran. Genau. Weil ich ja nach Magazinen gegoogelt habe und so, und da ist der irgendwo mal aufgetaucht. Ja, also hier muss ich mir tatsächlich eine Notiz machen, weil mir ist dieses Ding hier noch nicht über den Weg gelaufen. Und gibt es seit 2001 und jetzt haben sie das anscheinend relaunched. Hier siehst du nämlich zum Comic Salon Erlangen werden sie da wieder ein neues Heft raushauen. Aha, Bernd Fahr und Klodwig Brot, okay. Aha, ich sehe schon. Und warte mal. Ja, cool. Nee, das ist hier genau das Gleiche. Ja, also das ist dann Heft Nummer 9. Also seit 2001 existieren dann 9 Hefte. Ist nicht übermäßig viel, aber es ist toll, dass wieder was kommt. Also, ich hoffe, dass Freibeuter Shop und der Freibeuter Verlag ein und dasselbe sind. Die haben sind mir in guter Erinnerung, weil sie früher die kranken Comics von dem Cornfield auch, die hat man da bekommen und auch Dylan Dog haben die indirekt zumindest verkauft, weil es gab da ein Weißer Klecks oder so, die waren zusammen mit Freibeuter, glaube ich. Mittlerweile sind hier sehr viel so, sagen wir mal, politisch korrekte, feministische. Ach, ja. Vielleicht stopfe ich die jetzt einfach nur in diese Schublade, weil da tatsächlich mal vor allem Frauen hier zum Zuge kommen, was ja eigentlich super ist, muss jetzt nicht feministisch sein. Aber ich glaube, das gehört tatsächlich zu ihrem Modus operandi. Oh, was ist das hier? Anscheinend auch noch, ja, irgendwie, keine Ahnung. Okay. Irgendwie Gay Porn oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall hier diese, wie heißt das? Man's Love, Manga und so weiter. Ja, also ja, genau. Das scheint ja auch ein Riesenthema zu sein, ne? Ja, also ich glaube, dieser Verlag ist halt dann vor allem bei Mädels sehr populär. Leider Gottes kann ich zu wirklich niemandem was sagen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Keine Chance. Nee, also ich erinnere mich vage, dass Olivia Viehweg bei der legendären Schlacht beim Goldenen Stan, da war das mal irgendwann Thema. Und unsere Gegnerinnen, weißt du noch, die sind dann jetzt die sind, sagst, die sind die haben gemacht, wie kann man das nicht kennen? Und das habe ich mir ja schon gemerkt, weil irgendwie, genau, man will ja gerne Dr. Allwissen sein oder sowas, man natürlich nicht ist, aber also die waren. Also jetzt hätte ich schon spontan wieder Bock, eine Runde zu zocken, ne? Also mit den Mädels hat das echt Spaß gemacht. Ja, also das muss auch man jetzt mal echt sagen, also es war schon legendär, unsere beiden Serien. Ja. Ne?
Ja. Also danke nochmal an Wallis und auch an Michael. Das Ja. war schon gut und schade, dass es nicht mehr ist. Ja. So, aber ich habe jetzt genug von diesen Covern gesehen. Ja, Ernsthaft. mehr als genug. Weiter. Nester Verlag unter F, Feder und Schwert. Und das scheint hier der einzige Comic zu sein, wenn es überhaupt ein Comic ist. Ja, doch, illustriert von Corin Shadmi, sagt mir leider nichts. Über die Erschaffung und die Entstehung von Dungeons and Dragons. Und das war's dann. Eine eigenen Verlag oder eine eigene Verlagsseite haben wir jetzt nicht gefunden. So, gut versteckt im Internet finden wir hier den nächsten Verlag, Final Art. Bei comic-eck24.de. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine informativere Seite. Alle diese Cover schreien mich an. Ich bin ein englischer Comic. Wenn du nur Deutsch kannst, dann kannst du mich nicht lesen. Aber anscheinend ist es nur auf dem Cover Englisch. Und es steht dabei, zum Beispiel hier bei den New Arden Chronicles, Silent Night, signiert kriegt man das auch. Steht zumindest als Sprache Deutsch. Kann ich jetzt nicht Ja. überprüfen. Man sieht auch nur noch Sonderausgabe Band 1. Ja, kann man da reingucken oder irgendwas? Kann man da irgendwas Nee, anklicken gar oder? nichts. Aber ich sehe hier auch 53,39 € für Ja. ein mutmaßlich ein Heftchen. Vielleicht ist es auch eine super Hardcover-Luxusausgabe, keine Ahnung. Aber Das ich sieht wäre so, da. aus, als wäre mit einem goldenen Edding vorne auf dem Cover signiert worden, Ja, ne? naja, hier steht Album Großformat. Gut, also, Ah. aber trotzdem. Also Ja. 54 € ist kein Pappenstiel. Dann haben wir hier als nächstes Fire Angels Manga. Lasse ich jetzt einfach mal sein. Flying Ja. Kiwi. Flying Kiwi. Ach, Local Heroes. Das sagt mir jetzt tatsächlich was. Die Kinder kriegen immer das regelmäßig zu Weihnachten. Mein Großer, der Ah. findet die irgendwie lustig. Das ist von einem Kim Schmidt gezeichnet. Das ist so ein lokaler Künstler, der genau hier so einen Quatsch macht, halt mit dem, was hier in Schleswig-Holstein überall auf der Weide herumsteht und die blödeln halt sich, bis der Arzt kommt, da seine Cartoons. Ist wirklich witzig. Ich Ja, habe geil. aber, der hat tatsächlich auch mit Menschenblut angefangen. Also, oder. Und ich bin jetzt in Menschenblut über extrem fiese Horrorcomics und so von ihm. Ach, unter anderem auch eine Schimmelreiter-Adaption, die richtig gut ist, gestolpert. Geil. Und in dem Blickwinkel ist es richtig eine Tragödie, in welche Richtung der sich entwickelt hat. Also, das ist schon hier alles sehr lustig und alles, aber ich hätte natürlich viel lieber mehr von dem dreckigen schwarz-weißen Zeug, was er damals gemacht hat. Also Menschenblut hat es dir richtig angetan, ne? Merkt man irgendwie. Ja, also ich bin da noch immer nicht durch, aber jedes Heft ist echt eine Offenbarung allein, was die sich herausgenommen haben. Also es ist schon echt. Und ja, also es ist sehr durchwachsen. Also ein Heft, also manche Hefte sind richtig großartig und andere Hefte sind eher dann vielversprechend, sagen wir mal so. So, Fortress of Art. Oh Gott. Boah, The Hero Chronicles, meine Fresse. Also, Guck ja, mal. ich tippe jetzt mal so auf Hardcore Fantasy, tippe ich jetzt mal. Ich glaube, dabei belassen wir es mal. Der Referent sagt Hardcore Fantasy. Sieht auch wirklich so aus, ne? Dem Cover nach zu urteilen. Ja. Da haben die schon Vollgas gegeben. No. Aber ja, das war Fortress of Art. Die Frankfurter Allgemeine. Hat natürlich auch ihre eigene Edition herausgebracht. Ach, die Klassiker der Comicliteratur, da habe ich tatsächlich eine harte Meinung zu. Ja, ich auch. Eine ganz Oh, harte. Schaut euch ja. die Cover an, dann wisst ihr, was wir für eine Meinung dazu haben. Ja. Andreas Platthaus, was erlauben? Ja, Ernsthaft? genau. Ich gehe ja mal davon aus, dass er seine Finger im Spiel hat. Das ist echt. Boah. Junge, mach das weg. Brutal. Das geht gar nicht. Also Das wirklich. ist wirklich brutal. Ich meine, sie haben Stritz da nochmal zusammengefasst. Fritz the Cat, Heger, okay, in der Größe geht, ne?
Aber die haben auch, ist das in der FAZ Comic Bibliothek? Oder ist das in der Bild? Die Bild hat ja auch so einen ähnlichen Scheiß. Ja, das ist auch so ein Dreck, ey. Ganz ehrlich, ey, wirklich. Ich muss es sagen, wie es ist. Es ist Müll. Ja. Und bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verstehe ich das halt insofern wirklich nicht, weil ich immer Andreas Platthaus als einen Homie betrachtet habe und eigentlich immer noch tue. Ich denke, der ist in der Materie drin. Wie auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee ist. Aber ich habe tatsächlich ein Band, aber ich glaube, das ist dann von der entsprechenden Bildsache, die Südsee-Ballade von Hugo Pratt in der Taschenbuchausgabe. Das ist auch nur so ein bisschen, weil ich vermutlich dann doch latenter Masochist bin. Aber ja, auf jeden Fall. Die Panels halt nochmal umgeändert und alles noch ein bisschen was. Es ist halt eine andere Version des gleichen bekannten Comic. Ja, aber ganz ehrlich, ey, warum macht man sowas? Wen will man denn damit erreichen? Also, weiß ich nicht, will man dieser Zielgruppe, die wenig Geld hat, irgendwie noch Comics vermitteln? Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich glaube, es ist einfach, weil man gedacht hat, die Comics, die normalen, die man so kriegt, die sind zu teuer. Und da ist ja auch schon ein bisschen was dran, ne? Also einfach mal Comics querbeet für erwerbbar sozusagen und das Volk zu bringen. Aber man tut den Sachen halt, glaube ich, keinen Gefallen. Also dann gibt es halt die Leute, die sich denken, okay, ich habe jetzt Comics auch im Regal. Und das war, finde ich, gar nicht so toll, weil das sieht gar nicht so toll aus und das war es dann für mich und das ist dann ein bisschen schade. So Reader's Digest für Comic, keine Ahnung. Ja, genau. So, hier haben wir, ach, diese Piccolos, das ist ja, das sieht gar nicht so schlecht aus im Vergleich zu den Piccolos. Also Piccolos sind, wer das nicht kennt, normalerweise so Streifen, kleine Streifenheftchen, winzig und werden dann aber halt von entsprechenden Sammlern zu Tode geliebt. Und dieser Verlag heißt anscheinend also hier für 1 Euro ist man dabei. Das ist natürlich jetzt, da kann man jetzt auch nicht so viel riskieren. Nee. Aber da, vermutlich gibt es den Verlag auch gar nicht mehr. Da steht ab 1983, kommen jetzt weiter. Das ist der Buchstabe. Ja, G gibt es ganz viele Verlage, die nur ein Band mal im Programm hatten und auch schon längst nicht mehr existieren. Dazu zählt wohl auch Grands Associé oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Aber hier haben sie zumindest einen Band, der uns beide doch emotional sehr triggert. Also die Gesamtausgabe von Loisels Peter Pan. Hast du noch dein Pippi in den Augen? Ja, definitiv. Auf jeden Fall schwarz-weiß, Überformat. Nachtschwarz mit der Signatur von Loisel drauf. Für schlappe 188 Euronen. Nee, diesen Monat nicht mehr. Ja. So, abgehakt. Ja, abgehakt. Ja, Loisel ist auch ein toller Zeichner, aber für mich immer so ein Tick zu Disney-mäßig, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also da fehlt ein bisschen die Kante. Der ist... Ah ja, gut, aber Peter Pan ist schon ein schöner Comic. Und ich hätte dieses Bändchen auch schon ganz gerne. So, okay. Und dann schneide ich jetzt wieder und jetzt gucken wir mal, was es hier noch weiter gibt. Grill Graphics. Die Bremer Stadtmusikanten, was es alles gibt. Und warum nennen die sich Grill? Kommen die auf den Grill, die Bremer Stadtmusikanten? Ja, vermutlich. Oh Mann. BS. Okay, also, weißt du, das finde ich jetzt wieder auch so skurril und die sind noch, da kann man auch noch was zu sagen. Also das ist schon krass, ne? was man so entdeckt, ne? Also man muss das unseren Zuschauern, die jetzt denen vielleicht auch schon ein bisschen der Sabber aus dem Mund läuft, weil sie eingeschlafen sind. Wir haben jetzt 21.34 Uhr, als wir das aufzeichnen und wir haben gerade beschlossen, wir hauen noch einen Buchstaben raus namens G, haben da ganz viele krüppelige, komische Kleinstverlage, die es teilweise auch überhaupt nicht mehr gibt. Und jetzt sind wir gerade wieder bei irgendwas hängen geblieben, was wir dann doch so faszinierend finden, dass wir es zeigen müssen. Ja, ich meine, hättest du gedacht, das ist ein Comic, die Bremer Stadtmusikanten mit BSM.
Also bei den Buchstaben denke ich an alles andere, nur nicht an Bremer Stadtmusikanten. Genau. Ne? Wir verstehen uns. Nicht schlecht. Also mein Bruder wohnt ja in Bremen. Vielleicht muss ich ihm mal sowas mitbringen oder so, damit er war. Also, gibt es bei Grill Graphics 36 Seiten für schlappe 10 Euro, ist natürlich auch ein etwas problematisches Preis-Leistungs-Verhältnis, aber dafür, dass es natürlich, ja, ich meine, das ist halt, und das gibt nicht nur das erste Heftchen hiermit, also ich gehe mal von aus, dass es ein Heft ist, auch wenn da Band steht. Moment, jetzt muss ich aber erstmal lesen, was da unten drunter steht. Kleinen Moment. Der zweite Teil der Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten knüpft nahtlos an den ersten an. Die vier Underdogs versuchen sich nach oben zu kämpfen, um ihrem großen Traum, Musiker zu werden, ein Stück näher zu kommen. Sie sind bereit dafür, einiges zu riskieren. Doch sie erahnen noch nicht, welche Konsequenzen es mit sich bringt. Also da haben die richtig einen guten Spin. Und es gibt, ach, Moment, Horst sagt mir tatsächlich auch was. Das ist, glaube ich, nicht, sagt nichts Gutes über mich aus, dass ich diesen Comic kenne, weil das ist ein notgeiler Rammler hier, der Hase da, und auch nichts für Kinder aus diesem Grund. Im Taube der Liebe. Ich glaube tatsächlich, das ist schon, existiert schon eine ganze Weile, dass das tatsächlich gar nicht so unlustig ist. Also. gut, aber die, also die, ja, diese, geil. Warum verfolgen mich immer wieder diese Hasen? Ne? Also ich, ganz ehrlich, also ob es The Unwritten ist, ob es Wormwood ist oder sonst irgendwas, überall sind die fiesen Hasen unterwegs. Ja. Okay, so, so viel halt zu Grill Graphics. Ja, ja, BSM, wow. Grübelhund. Wahnsinn. Bauarbeiter das ist nicht zu fassen. Bauarbeiter Jib und sein Freund Hundi. Ich meine, welcher. Boah, was musst du dafür nehmen, ey? Ja, und das ist halt so einer von diesen bewusst dement gehaltenen. Ich meine, man guckt sich nur hier die Schrift an, also von links nach rechts und wieder zurück. So eine Würstchenschrift, ey, total geil, ey. Sieht aber, auch ein bisschen... sieht aber auch, das sieht total genial aus, das Cover. Allein schon wegen dem Cover würde ich es mir kaufen. Ja, von dem weltberühmten Verlag Grübelhund, Bauarbeiter Jim und sein Freund Hundi. Für 10 Euro. Es ist eurer. Ich habe keine Ahnung von welchem Jahr und ob es das überhaupt noch irgendwo gibt. Aber ja, vermutlich hier bei Comic Express scheint das orderbar. Das muss ich jetzt mal gucken. Ich tue es jetzt mal in den Warenkorb. Autofreier Versand ab 40 Euro. Ich kaufe das jetzt nicht, also nur so mal, aber... Natürlich nicht, klar. Nein, nee. Ja. Pass auf, heute Nacht um 3 Uhr, Milan schleicht an seinen Rechner. Ich muss es besitzen. Ich will den Bauarbeiter Jim und seinen Freund Hundi, genau. Aber es war wirklich mal was zum Lachen. Ja, das ist echt komisch gewesen. Was glaubst du, ob das beabsichtigt war? Unter den zahlreichen Verlagen mit G gibt es auch den Verlag Gewakur. Gibt es schon lange nicht mehr, wie viele andere auch, die wir jetzt einfach auslassen. Der sei mal kurz erwähnt, weil ja sich bei mir so ein wohliger Wiedererkennungswert einstellt. Stand eben auf vielen Fix und Foxy, Sommerspaß, Ferien, Gesamtschmöker-Ausgaben, die ich mir einfach immer vor Ferien oder am Ferienbeginn gekauft habe, um dann die Ferien mit meinen Eltern zu überstehen. Hat ganz gut funktioniert. Unter G finden wir auch den französischen Verlag eigentlich, Glénat, der aber auch einige Bände auf Deutsch veröffentlicht hat. Zum Beispiel hier von Ricardo Barriero und Eduardo Risso. Parquecha, nehme ich mal an, das wird so ausgesprochen, steht bei mir im Regal. Gutes Buch. Ja, also Glénat, warte mal, ach. Jetzt muss ich mal wieder zurück hier kommen. Na.
Ja, das ist ja interessant. Das ist ja ähnlich wie Arboris, ne? Die hatten ja auch so eine merkwürdige Veröffentlichung-Dings da auf Französisch, Niederländisch und Deutsch irgendwie, ne? Ja, gibt es ein paar Sachen halt, die man sich dann auch auf Deutsch kaufen kann. So. Ich habe ein bisschen Angst, was sich unter glücklicher Montag verbirgt. Weil jemand, der diesen Wochentag als glücklich bezeichnet, der muss doch nicht ganz sauber unterm Stückchen. Ja, nee. Nein, nein. Also, was ist das letzte hier? Gevatter. Man von 2019. Okay. Also, Erleuchtung. Offensichtlich im Heftchengebiet unterwegs. Okay. Glücklicher Montag. Es sieht eigentlich gar nicht so uncool aus. Schwavel. Auch ja, aber ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich krass, ne? Dieses Kind, was da im Bett liegt und sich die Decke über den Kopf zieht und dahinter dieser komische Typ, also das sieht schon ein bisschen so triebtätermäßig aus, also so, wie so ein Pedo. Also krass. Ich meine, das Cover ist super gezeichnet, auf jeden Fall, aber auch sehr, sehr, sehr gruselig irgendwo, ne? Also das Wühlen im Urschlamm der Kleinstverlage zählt sich ja manchmal wirklich aus. Also, wir sind immer noch unter dem Buchstaben G und wie Golden Press. Wir beide haben eben nochmal abgerantet, wie man einen Verlag für deutschsprachige Comics um Himmels Willen Golden Press nennen kann. Da bei der Kritik bleibe ich auch. Und dann auch als Untertitel Independent Publisher and Distributor klingt natürlich viel cooler als unabhängiger Verlag und was weiß ich. Vertrieb, ja, gebe ich zu, aber ihr schreckt die Leute ab, weil die wollen auf Deutsch lesen und dann sieht das hier aber ziemlich cool aus. Also Valentin von Jens Gewehr, ein dicker Schmöker. Ja, also wenn jetzt noch der Inhalt stimmt, dann Hat 240 Seiten, um jetzt mal hier im Referent Deutsch, du kannst es ja, glaube ich, nicht lesen auf deinem Handy, deswegen muss ich, mit Fadenheft und Hardcover. Ich kann das aber zoomen. Ich kann das zoomen. Leinen, Fadenheftung, 240 Seiten, 26 mal 20 Zentimeter. Ja. Allerdings kriegt man drei Bilder mit dem Cover und dem Außenband und eine Seite mit dem Inhalt. Das ist Ja. Also, würde ich jetzt nicht sagen schlecht, aber ernüchternd. Leute, also ich möchte es als ernüchternd bezeichnen. Ja, und wenn man fünf Bilder hat, um sein Buch zu präsentieren, dann verwendet man nicht vier, um uns die Außenansicht zu zeigen. Das ist doch, was ist das denn? Ja, und dann auch das hier nur mit so einer Lupenansicht, also vielleicht stelle ich mich wieder nur zu blöd an. Also jetzt meckerst du schon genauso wie ich in meinen Videos, ne? Also, naja, aber es steckt an. Ja, das steckt an, also auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, ich meine mal ganz ernsthaft. Also, nein, du hast ja recht, klar. Naja, aber gut, also trotzdem, ich meine, das Buch ist sensationell designt. Also dieses Cover finde ich schon mal super interessant. Aber jetzt befürchte ich vielleicht, dass das mit den anderen Büchern halt ähnlich der Fall sein wird. Außen hui und innen vielleicht nicht so. Auch da sieht das Cover schon ziemlich cool aus. Auf jeden Fall mal auch sehr ambitioniert, so dicke. Ich habe da schon mal reingeguckt in dieses Ding, virtuell zumindest. Ja, diese dicken Hardcover. Vor allen Dingen, guck mal, da kannst du doch nichts sehen an so einer Ansicht. Was ist denn das für ein Geschwurbel? Wer macht denn sowas? Ja, die haben einfach anscheinend Angst, dass wir zwei Seiten oder vier oder fünf aus dem uns runterladen und dann ausdrucken und dann denken, wir hätten das Fall. Wir müssen es nicht mehr kaufen. Auf jeden Fall, genau. Das kommt in den Sammelordner. Aber das sieht gut aus. Das sieht, Ja. Also nicht so, dass ich mir das jetzt spontan wirklich kaufen müsste. Dafür sehe ich einfach zu wenig, ihr Idioten. Aber es scheint mir auch jetzt sehr textlastig zu sein, aber das kitzelt halt genau so den Teil meines Hirns, der diesen Schnittbereich zwischen Kunst und Comic halt
sehr attraktiv findet. Das kitzelt aber richtig, aber richtig. Volle Kanne, Hoshi. Ja, aber leider mehr können sie uns. Nennen wir nochmal den Titel ein. Wie heißt das? Otras? Nee, Otras Rajas und auf Deutsch, das ist dann wohl andere Linien. Also Otras Rajas heißt einfach andere Linien. Ah ja, okay. Meinem bescheidenen Spanisch zufolge. Und da ich immer recht habe, ist das so. Grundsätzlich, auf jeden Fall, genau. Julian Voloy, Clayton, der Pate der Lower East Side. Was für ein interessantes. Das haben wir doch, haben wir da nicht sogar schon zusammen mal drauf geguckt? Also dieser Band, der kommt mir auch so bekannt vor. Ja, irgendjemand in unserer Comicblase hat da, also wer käme denn da in Frage? Vielleicht? Nee. Puh, ich weiß nicht. Okay, also. Verdammt, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Weil mir kommt das so unfassbar bekannt vor. Ja, also vor allem Valentin am Anfang. Also dieses Cover habe ich, meine ich, schon mal gesehen zu haben. Ja, und, okay, auch das, und auch das hier kommt mir so bekannt vor. Ja, aber also ist natürlich jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, juhu, ich brauche einen Fotocomic, der dann irgendwann in einen gezeichneten Comic übergeht und dann auch mit diesem. Obwohl ich gerade ich versuche so in den letzten Tagen aber auch so ein bisschen zu ergründen, da, siehst warum du das? Alle, siehst du das? Ja, siehst, ja, ja. So eine Flexi, das ist natürlich auch so eine Schallplatte. Mhm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das ist voll genial, ey. Das triggert mich total, ne? Das ist so, so haben wollen, ne? Egal, ob es scheiße ist oder nicht, aber wenn so wenn so ein Ding da hinten drin liegt, muss man es besitzen. Ne? Also, Golden Press, Fairfeld 4, Bremen. Ja. Wenn die einen Laden nicht haben. Nicht zu verwechseln mit Golden Toast. Ja. Und gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und von Neustart Kultur. Also die wissen, wo sie das Geld heranziehen. Puh, dann kann es ja nur gut sein. Ja, ehrlich gesagt stellt sich bei mir dann auch der böse Verdacht ein, dass sie da hier so diese ganzen Stiftungsgelder auch einfach mal verbrennen. Weil, ja, wer kennt diesen Verlag? Und selbst wenn ihr ihn kennt und es gibt so ein Verhältnis von aufwendig gemacht und Inhalt. Ich habe jetzt gerade so die Idee, dass wir für unser Projekt vielleicht auch Fördergelder beantragen können. Kleiner Auszug aus der wilden Ökologie. Ja, das spricht den Biologen wieder an, ne? Ja, ja, ich wollte, ich überlege ja immer, weißt du, wo kriege ich meine Frau ins Boot? Nee, das Cover sieht aber mal interessant aus, ne? Ja, ah, gut, ganz kurz erwähnt, seit der Granus Verlag mit diesem Werk Karl der Kleine, die Stadt der Printen, Comic Strips aus Aachen, vermutlich in Aachen weltberühmt, der Comic. Ja, das ist dann aber auch wieder mal so, ne, so die Comic-Kunst vereinnahmt, um Werbung für Aachen zu machen. Ja, oder anders, du willst einen Comic veröffentlichen unbedingt und dann muss man gucken, wo kriege ich meinen Abnehmer und dann mache ich das so geschickt, dass ich bei der Aachener Stadtverwaltung, sei jetzt mal unterstellt, vorbeigehen kann und so, dass die mir dann zumindest schon mal meine 100 Exemplare abnehmen, damit ich aus dem Gröbsten raus bin. Könnte ja sein. Also, muss ja auch nicht schlecht sein. Also, Granus Verlag mal erwähnt. So, jetzt kommen wir dann zu Gringo Comics. Da haben wir tatsächlich dann noch ein bisschen mehr zu sagen. Genau, zu den alten Gringos. Yep. Da hatten wir ja letztens auch schon einen ganz, ganz tollen Gast, um das nochmal zu erwähnen, den Billa Sobotke, der uns beehrt hat. Der ist ja bei Gringo Comics beheimatet mit seinen Werken und ja, ein interessanter Verlag, wie ich finde. Läuft letztendlich schon darauf hinaus, dass den wir kennen und lieben, das ist Béla Sobotke. Und dann kennt man vielleicht noch den Kommissar Fröhlich hier. Da. Mhm. Nee, Moment, das ist das der gleiche? Ich dachte, das wäre gleich. Okay. Von Stefan Hagenow. Genau, Stefan Hagenow. Wie bitte? Die neue Edition, ja.
Okay. Ja, mehr hier. Stefan Hagenow, der hat, meine ich, bei Outsider, diesem einen Magazin, was ich mal gezeigt habe, da gab es auch einen Comic von ihm. So einer, der schon ziemlich lange dabei ist und würde jetzt mal behaupten, so unter dem Radar der meisten dann doch agiert. Aber jetzt hier für Gringo Comics ist das schon noch nach Bela Sobotke sicherlich einer der wichtigeren. Ah ja, hier nochmal. Leider, ich sehe leider keine Leseprobe. Ich wüsste gerne ein bisschen mehr. Ach doch, da. Ah. Genau, da ist es. Da ist Leseprobe. Okay. Ja, hat schon so seinen eigenen Stil hier. Ja, also meins ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber es kommt natürlich auch auf die Story. Also es ist nicht schlecht oder so. Also ich bin sowieso weit davon entfernt, jetzt in gut oder in schlecht hier irgendwo zu urteilen oder so. Definitiv, ne? Weil das hat definitiv auch seine Qualität. Und wenn die Story stimmt und Kommissar Fröhlich ist auch eine bekannte Sache, dann ist das mit Sicherheit eine coole Sache, ne? Ja, es ist jetzt unmöglich, in kürzester Zeit hier zu urteilen, aber ich bin so ein bisschen bei dir, also so rein vom Optischen ist es jetzt nicht sofort lieber auf den ersten Blick, aber es ist auch jetzt nicht langweilig, also der hat hier schon einen, ja, offensichtlich einen sehr eigenen Strich, der hat. Für mich sieht man da ein bisschen zu sehr den Computer durch, also diese Linien. Wenn ich mir die Linien genauer angucke, dann ist das so ein bisschen, dann sehe ich, wie bei, wenn ich bei Photoshop so einen Strich einstelle und denke, hat keinen eigenen Charakter oder so. Also das ist ein bisschen schade. Aber das mag natürlich auch gedruckt dann wieder ganz anders aussehen. Also, was weit bekannt ist und vermutlich sogar bei denen die Cash-Cow noch vor Bela ist, ist der Huggy hier. Von Huggy, der Hartmut. Was mich natürlich als Lehrer schon berufsbedingt einfach ohne Ende triggert, wenn ein Erwachsener auf Kind macht mit falscher Orthographie, Rechtschreibung. Naja, also ich finde es auch. Fand es noch nie lustig, muss ich wirklich jetzt einfach mal so sagen. Und Berserk, ah ja, okay, hier noch was anderes vom Hagenow. Mal gucken. Ich meine, der hat auch noch ein bisschen mehr Stile drauf als offensichtlich. ja, es ist ein bisschen so, also schon sehr Weißblech verwandt. Also wenn die fusionieren wollten, dann könnten die sicherlich. Hier gibt es aber keine Leseprobe. Schade. Nee, wahrscheinlich aus Gründen. Ne? Ich meine, wenn ich mir das Cover angucke, kann ich mir denken, wohin das führen mag. Das könnte sein, ja. Schade trotzdem. Rattenmeute. Die Titel sind natürlich auch geil. Ja. Da kann ich noch nicht mal mehr anklicken. MacTrap. Oh ja, hat auch hier die entscheidenden. Also bedient schon große Jungs, ne? Aber. Ja. Hier Comics von Bela Sobotke kann man nicht genug bewerben. Also einmal, aber wir haben ja nun lange und also das war ja lang und ausführlich ihn gewürdigt. Du hast also auch, wer jetzt nicht die Zeit für unser Interview hat, solltet ihr aber haben. Das war toll. Der Höhepunkt hier meines Kanals und überhaupt, also es war einfach schön. Der sollte aber dann bei dir deine Besprechung von den Werken von Bela Sobotke, da hast du eigentlich eine super Übersicht über seine Werke bis Kronos Rocco gegeben. Und, genau, und das Neue von ihm kommt ja, Terror 3000. Ich weiß ja nicht, ob das schon beworben wird auf Gringo. Ich weiß auch gar nicht, wann das erscheinen sollte dieses Jahr. Ja, ich glaube, zum Comic Salon Erlangen war das ja so. Ach, genau, Ziel. Richtig. Ja, genau. Und. Ja, da müssen wir auch dran denken, dass wir nach dem Comic-Salon, denke ich mal, so eine Spezialfolge mit dem Comic-Treff machen. Genau. Holger Bommer sagt mir nichts. Offensichtlich auch eher so eine cartoonige Geschichte. Ja, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht zwangsmäßig hier bei Gringo irgendwie
was rausmerken. Ach, Martin Frey, da, von dem hattest du doch mal. Ja, hier Gregor K., Flucht ins 21. Jahrhundert. Genau. Fand ich sehr cool. Und das ist Kommissar Eisele. Hatte ich mal überlegt, mir zu kaufen, aber es ist bei der Überlegung geblieben. Mhm. Ja, ach hier, Leseprobe, gucken wir mal. Weil schlecht gezeichnet ist es nicht. Nee, man kann Comics schlechter anfangen, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, es ist so. Ja, genau. Siehst du, dann scrollst du nämlich weiter und denkst, ja, also die erste Seite, wenn du den Comic aufschlägst jetzt, die hat was anderes versprochen als das, was ich jetzt sehe. Ja. Ja. Ja, also das, was bei Jackie Kotwitz funktioniert, cartoonige Charakter vor einem fotoreferenziellen Hintergrund, ja, da funktioniert das. Hier, das ist nahezu quasi exemplarisch. Ja. Also wenn ich das irgendjemandem erklären wollte, wie es nicht zu machen ist, würde ich ja fast das hier nehmen, weil die Diskrepanz zwischen den Cartoon-Figuren, also den gezeichneten und dem Hintergrund, die ist ja so groß, der sieht ja aus wie ausgeschnitten und aufgeklebt. Genau, das ist so collagemäßig. Ne? Also das kann funktionieren, aber also dann tut es mir leid, dann ist das völlig ungerechtfertigte Kritik, aber jetzt auf den ersten Blick. Sieht das halt sehr aus wie so Trickfilm-Slides. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mit Gregor K. Vergleiche, mit der Kunst, da liegen Welten zwischen. Da liegen ganze Welten liegen dazwischen. Ja, schade. Ja, sehr schade. So, Hans die Larve, oh je, das sagt mir sowas von. Da habe ich einen kurzen Abschnitt mal gesehen. Ja, ich muss ja nicht auf alles draufkloppen, was einem nicht sagt. Aber gibt es vielleicht Leute, denen das Spaß macht? Geier ist Tatsache. Oh. Ja, schön, wenn man hier nicht mehr anklicken kann. Das ist auch einer dieser Menschenbluttypen. Und Lena Wombat ist in Menschenblut veröffentlicht. Mhm. Ernsthaft. Lustig. Gerade speziell, wenn man Tank Girl mag. Das ist sozusagen die deutsche Variante von Tank Girl. Lena Wombat. Aha, ja, das ist doch mal ein Tipp für den Kane. Das könnte er sich dann mal angucken. Ne? Ja, aber ich meine, wenn man das jetzt hier schon beim Verlag nichts mehr anklicken kann, denke ich mal, das ist hoffnungslos vergriffen. Horus ist auch so ein Schreiber, der bei Menschenblut angefangen hat. Offensichtlich haben da viele von denen hier ihre spätere Heimat gefunden. Ohne dass jetzt hier wirklich, also ich finde, die Menschenblut-Sachen, ich muss da dringend nochmal mehr zeigen in dem Video. Die hatten echt was drauf und das war richtig gut. Und das sieht hier nur so ansatzweise so vielversprechend aus. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei. Gruner und Jahr sagt natürlich aufgrund des Sterns was. Also Gruner und Jahr verbinde ich überhaupt gar nicht mit Comics, überhaupt gar nicht. Ja, gucken wir mal. Was die Ausgabe. Ach, Yps. Ja, gut. Yps haben die rausgehauen. Boah, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ey. Ja, interessant. Aber, jetzt komme ich hier zur Sammlecke. Kann man sich Yps nachordnen? Wie auch immer. Müssen wir jetzt nicht weiter. Also, ja, nein, stimmt. Yps war Gruner und ja, vielleicht sogar auch dieser Neustart. Mhm. Kann auch sein. Und dann haben wir das Guano Project. Jungs, ja, also Pinguin-Kacke, was ist das? Ja, Möwenschiss-Manga oder was? Junge, wer denkt sich diesen Namen aus? Ey, das kann doch alles nur in so einer Bierlaune entstanden sein. Ja, also Möwenschiss-Manga finde ich ja dagegen noch fast lustig. Ach hier, guck, ja. Deswegen, ja okay, dann macht das wieder Sinn. Okay. Dann macht es sogar sehr Sinn, ja. Also, wie heißt das? Was habe ich hier eben gegoogelt? Guano Project, ne? Ja, Guano Project. Vogelschiss. Da gab's. Wer war denn dieser Typ da? Gauland oder was? Hat doch da den als Vogelschiss. Ne? So, genau. Daher kommt das, die Graphic Novel gegen rechts. Na gut. Okay, verstehe. Dann ist das ja, also Frauke Bahle und Julian Waldvogel haben den Vögeln da
mal was ins Gesicht geschissen, sozusagen. Na gut. Schön, schön. Gibt es auch noch mehr von denen? Nee. Ja, also hier habt ihr es zuerst erfahren. Ja. Aber jetzt gehe ich mal wieder raus. Ja, Leute, also ihr seht, wir haben diesmal ganz, ganz tief am schlammigen Grund gefischt und haben trotz allem wirklich ein paar interessante Verlage noch aufgetan. Und so soll das auch sein, weil ich sag mal, unsere Comic-Landschaft besteht aus mehr Verlagen als den großen, etablierten und bekannten. Und vielleicht ist es ja auch mal schön, außer der Reihe was zu sehen. Und das versuchen wir euch ja auch näher zu bringen. Jo, das haben wir hoffentlich wieder mal geschafft. Und tschö mit ö. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir uns mit dem Buchstaben H beschäftigen. Wie? Oh, keine Ahnung. H, wie? Hammerhai. Ihr merkt, es ist spät. Ja. Und ja, hören möchte heute Nacht noch die Bremer Stadtmusikanten BSM ordern. BSM Comics muss ich dringend unbedingt komplett ordern. Genau. Ich muss erfahren, wo die Bremer Stadtmusikanten dann ihren Durchbruch haben. Genau, feiern. Der Lehrer schleicht im Trenchcoat mit einer Aktenmappe und BSM Comics ums Haus. Okay, ich beende jetzt den Stream hier. Ja. Oh Mann. Das war ja das Bildungsprogramm wieder. Ja. Heute war es besonders schwachsinnig. Widerwärtig. Nächste Woche wieder. Na freilich.